Das Essen in den USA unterscheidet sich sehr von dem Essen in Irland. Unser USA-Teilnehmer Julius und unsere Irland-Teilnehmerin Amelie erzählen in diesem Video von ihren Lieblingssnacks und Restaurants in ihrem Land. Wenn es dich interessiert, was man bei einem Schüleraustausch in den USA oder in Irland essen könnte, dann bleib unbedingt bis zum Ende dabei. Für mehr Erfahrungsberichte von unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen, klicke einfach auf die jetzt angezeigte Infobox. Hi, hier ist wieder der Julius. Hallo, mein Name ist Amelie. Ich bin 16 Jahre alt und ich mache gerade einen Auslandsaufenthalt in den USA, und zwar in Indiana. Die Stadt, bei der ich in der Nähe bin, heißt Bloomington. Ich bin 16 Jahre alt und ich mache zurzeit ein Auslandsjahr in Irland, Kilkenny. Ich mache heute ein kleines Video für euch, mal wieder. In diesem Video geht es ein wenig ums Essen, also um Snacks oder Mahlzeiten. Buffalo Wild Wings. Weil das ist quasi eine Kette, die es in den ganzen USA gibt, laut meinem Wissen. Genau, und da gibt es eben Buffalo Wings, und das ist eben eine ganz besondere Art von... Also es sind normale Wings eigentlich, die nicht paniert sind, unter denen frittiert werden und dann in so einer besonderen Art von Soße, und zwar Buffalo-Soße, geschwenkt werden. Und die kann man eben in verschiedenen Schärfegraden bestellen. Und genau, da kann man, ich bin da immer nach dem Basketballspielen eben mit dem ganzen Team hingegangen, und das ist ein recht großer Laden, also da kann wirklich das ganze Basketballteam hin. Und genau, ich liebe Buffalo Wings, die werde ich sowas von verdammt vermissen, wenn ich zurück in Deutschland bin. Also ja, genau, das ist jetzt schon, schmerzt jetzt schon dran zu denken, ohne die leben zu müssen. Wäre wohl das Scrum Diddley's Eis. Also Scrum Diddley's ist hier so ein Eisladen in Kilkenny, und das ist so ein bisschen berühmt, sag ich jetzt mal. Also viele gehen dahin. Da gibt es besondere Eissorten, also Oreo oder Bueno oder ähnliches. Und allerlei Toppings. Also es gibt da so eine Art Theke, und da sind dann alle möglichen Toppings, und du kannst dann aussuchen, was du haben möchtest. Es gibt auch noch diese, ich sag mal, nicht vorgefertigten, aber diese zuvor zusammengestellten. Also da kannst du dann zum Beispiel Cookies oder so, und dann ist es mit verschiedenen Sorten zusammengemischt. Und auch was größer, das ist auch sehr gut. Ich finde aber auch Crepes oder Milchshakes sehr gut. Also ich finde es sehr lecker dort. Dann auf Platz 2 habe ich bei mir Chick-fil-A. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal in den sozialen Medien und so gesehen habt. Das ist eigentlich ein recht bekannter Laden, den es aber eben nur in den USA gibt. Das ist auch eine Kette, eine Fastfood-Kette, würde ich mal sagen. Aber genau, das Besondere bei denen ist quasi, es gibt nur Huhn, also nur Händel, und zwar halt paniert oder gegrillt, frittiert und so weiter, und halt aber auch als Sandwiches, also quasi wie bei McDonald's der Chicken Burger quasi. Aber genau, weil das die Qualität von dem Fleisch fühlt sich schon um Welten besser an als bei McDonald's, Burger King und so weiter. Und es schmeckt einfach verdammt gut. Und was ich bei denen liebe, ist deren Soße, die Chick-fil-A-Sauce. Da werde ich auf jeden Fall ein paar Flaschen bestellen und mit nach Deutschland nehmen. Und die auch meinen Freunden zeigen und so weiter. Also die Soße ist wirklich, oh, wie im Himmel. Und genau, die Pommes sind bei denen auch besonders. Und das sind so Gitterpommes, also keine normalen. Ja, das ist auch, finde ich, besser als die normalen Pommes. Genau, das Besondere bei denen ist quasi auch, dass die hier in den USA sonntags nicht aufhaben. Und das ist hier... Also die Ausnahme. In der Regel hat hier normalerweise jedes Restaurant jeden Tag auf, und manche sogar komplett rund um die Uhr. Also McDonald's, Burger King und so weiter haben hier 24/7 alle Tage die Woche auf. Dann das dritte Restaurant ist Culver's, und da gibt es normale Burger. Da war ich gestern, genau, da gab es einfach normale Burger, aber ist eben auch, es ist so eine Mischung aus einem amerikanischen Diner, also so ein privates Restaurant, und einem McDonald's. Also es gibt auch einen Drive-Thru, und das ist eine Kette, aber... Das Essen fühlt sich, also ist schon ein bisschen besser als so McDonald's zum Beispiel, ist auch ein bisschen teurer dann. Donuts von The Donut Bar in Tremor. Meine Gastmutter hat mir auch davon erzählt, dass ich die mal probieren soll. Und das haben wir auch gemacht. Also das ist quasi so hausgemachte Donuts, die eben auch noch warm sind, wenn man sie bekommt. Ich fand es sehr lecker. Es war sehr interessant, weil ich hatte irgendwie noch nie Donuts gegessen, die so sind. Also irgendwie fand ich ziemlich anders, aber ich fand es sehr lecker. Und ich habe mich für geschmolzene Nutella frischen Erdbeeren entschieden. Hier sieht man nochmal ein Bild. Ich kann es nur empfehlen. Also es ist so ein bisschen so ein Muss im Sommer. Also wenn ihr mal hier seid, dann kann man es so mal machen. Wendy's, das ist einfach jetzt eine Fastfood
Kette wie jede andere, die es auch in den ganzen USA gibt. Aber genau, ich denke, ich mag die ganzen Sachen einfach, weil es sie bei uns in Deutschland nicht gibt und es mal was Neues ist. Genau, das denke ich mir so dabei. Es ist die Burrito Bowl von einem Laden hier in Kilkenny. Also der Laden heißt Namo. Hier ist noch mal ein Video. Und da sind wir jetzt auch schon öfter gewesen und haben dann die Burrito Bowl oder so bestellt. Ich fand es immer sehr lecker. Also es ist auch, der Laden ist sehr schön gemacht. Also sowohl von außen als auch von innen ist er so ein bisschen bunt, mexikanisch aussehend. Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und ja, es gibt natürlich auch andere Sachen wie Nachos oder so, die ich sehr gut fand. Meistens nehme ich aber die Burrito Bowl. Ist vielleicht auch ein bisschen einfacher zu essen als jetzt ein normaler Burrito. Deswegen ist es für Takeaway und so auch besser. Also wir sind öfter mal in den Park oder ähnliches gegangen und haben es gegessen. Es gibt auch Bubble Teas da, aber ich persönlich habe es noch nicht probiert. Aber ich kenne auf jeden Fall Leute, die es sehr gut fanden. Also da findet auf jeden Fall jeder auch etwas zu essen und zu trinken. Kann ich nur empfehlen. Also hat es da McDonald's doch noch auf die Liste geschafft, weil hier ist McDonald's schon auch wirklich gut, so wie in Deutschland. Genau, kann man eigentlich nichts dagegen sagen, würde ich mal denken. Und als Snack Nummer 1 habe ich Pop-Tarts ausgewählt. Hier habe ich eine Box von denen und das sind eben so welche kleinen Kuchen, I guess. Also genau, wo es so, die gibt es da mit verschiedenen Geschmäckern. Also die Füllung habe ich Blueberry, das ist mein Favorite. Und dann geht es eben mit Icing, also ja, Glasur. Und genau, letztens erst gekauft. Ah, ich könnte für die Dinger sterben. Ja, nur das Garlic Bread, also Knoblauchbrot. Das ist so ein bisschen so ein irisches Ding. Also meine Gastmutter kauft das auch immer wieder. Und es ist einfach im Prinzip Baguette mit halb Garlic auf einer Art drauf. Muss man nur mal eben in den Ofen schieben. Ja, und ich finde es sehr lecker. Also es ist oft mal halt so als eine kleine extra Beilage. Also zum Beispiel, es gibt Bolognese oder so mit zwei Scheiben Garlic Bread dazu. Ich persönlich finde es auf jeden Fall sehr lecker. Dann geht's weiter mit Nerds. Das sind die kleinen Dinge hier, das sind so, gibt es leider bei uns in Deutschland nicht, aber das sind eben so kleine, einfach kleine Zuckerbällchen, würde ich mal sagen. Und ist verdammt ungesund, ist quasi purer Zucker, aber schmeckt gut. Die irischen Ostereier, also Easter Eggs. Das ist ja so ein bisschen so ein Ding. An Ostern gab es die Regale voll von solchen Ostereiern. Also wirklich allerlei mögliche Marken, also Smarties, KitKat, Mars oder auch andere Marken, die ich zum Beispiel schon noch nie gesehen habe. Maltesers, Aero und I don't know, ein paar Marken auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall sehr interessant und ich finde sie auch sehr lecker. Also meine Gastmutter hat uns jeweils eins mitgebracht und das ist sehr gut. Muss ein bisschen aufpassen, weil die letzten zwei, drei Tage oder so gab es wirklich keinen mehr zu kriegen. Auch wenn davor immer die Wochen die Regale voll waren. Also das kann manchmal recht schnell ausverkauft sein. Dann Doritos. Habe ich jetzt mal die hier ausgewählt. Das sind Flaming Heart Nachos. Und Doritos gibt es aber auch bei uns in Deutschland. Kennt man wahrscheinlich. Dann jetzt soll es noch zum Schluss weitergehen mit traditionellen Gerichten hier in den USA. Und ich habe mal so nachgefragt bei meiner Gastfamilie, die meinten, also wenn man die Amerikaner denken, dann an das traditionelle, schöne Essen ist hier ein gegrilltes Steak mit Baked Potatoes und eben dann Sour Cream und Butter auf die Kartoffeln. Genau, das ist so das amerikanischste Essen neben Burgern und so weiter. Aber Burger sind natürlich jetzt nicht so ein schönes Essen wie Steak. Genau. Mein Lieblingsessen hier daheim sind auch selber gemacht, die Buffalo Wings, wie vorher schon gesagt. Aber eben selber gemacht ist dann noch besser. Ja, natürlich mag ich auch das typische irische Essen sehr gerne. Also meine Gastmutter kann ganz gut kochen, deswegen finde ich es meistens sehr lecker. Also Irish Stew oder Ham oder ähnliches mit Cabbage, also Kohl und anderem Gemüse oder meistens eigentlich ganz vielen Kartoffeln, also Baked, Smashed und so weiter. Also meine Gastmutter mag das auch, glaube ich, sehr gerne. Also ich persönlich finde das Essen hier sehr empfehlenswert und ich finde einiges, worauf man sich freuen kann. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, was auch demnächst kommen sollte. Hast du nach diesem Video auch Lust bekommen, dich durch die verschiedenen Snacks in einem anderen Land zu probieren? Dann überlege nicht mehr lange und wähle einfach die jetzt eingeblendete Nummer für ein Beratungsgespräch mit unseren Experten. Wir freuen uns schon auf dich.
dein Team von Kulturwerke Deutschland.